Hallo, herzlich willkommen in meine Easy Sunshine Kitchen. Bei mir wird es etwas weihnachtlich. Ich habe leckere Marzipan-Nussecken gemacht und ich zeige euch jetzt, wie ich sie zubereitet habe. Für den Teig brauchen wir 125 Gramm Butter, 60 Gramm Zucker, einen halben Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, ein Ei und 300 Gramm Mehl. Ich gebe einfach alle Zutaten in meinem Thermomix und lasse es für 45 Sekunden auf Stufe 4 zu einem Teig kneten. Ich gebe den bröseligen Teig auf meine Arbeitsplatte und verknete es zu einem geschmeidigen Teig. Danach decke ich den Teig mit Folie ab und lasse ihn eine Stunde im Kühlschrank kühlen. Für den Belag brauchen wir 180 Gramm Zucker, 2 Esslöffel Vanillezucker, 150 Gramm Walnüsse, 150 Gramm Haselnüsse und 100 Gramm Mandeln, 200 Gramm Marzipan, 2 Esslöffel Weinbrand, 125 Gramm Butter und 100 Gramm Schmand. Und nach Belieben noch etwas Aprikosenmarmelade. Zuerst gebe ich die Nüsse in meinen Mixtopf und zerkleinere sie für 10 Sekunden auf Stufe 5. Danach fülle ich die Nüsse um und gebe die Butter und Zucker hinein und lasse es für 3 Minuten auf 55 Grad auf Stufe 2 schmelzen. Währenddessen zerkleinere ich schon mal den Marzipan. Und wenn die Butter geschmolzen ist, kommen alle anderen Zutaten auch mit hinein und das Ganze lasse ich dann für 3 Minuten auf 90 Grad auf Stufe 2 einmal leicht aufkochen. Nachdem der Teig eine Stunde im Kühlschrank war, ist auch die Masse etwas abgekühlt und nun kann ich den Teig ausrollen. So circa 25 x 45 cm groß. Ich schneide den Teig dafür einfach etwas zurecht, damit ich ein richtig schönes Rechteck bekomme. Und dann nehme ich einen Backrahmen und lege den um den Teig und drücke den Teig dann noch etwas zurecht. Ich empfehle den Teig am besten auf eine Teigunterlage auszurollen, die man auch dann backen kann, damit man das einfach so auf dem Blech ziehen kann oder auch auf Backpapier. Danach wollte ich den Teig eigentlich mit Aprikosenmarmelade bestreichen. Ich hatte das aber vergessen. Und so habe ich dann einfach den Belag obendrauf auf den Teig gegeben und glatt gestrichen. Bei 175 Grad backe ich den Kuchen dann ca. 20 bis 25 Minuten. Nach Hälfte der Backzeit stelle ich den Kuchen auf die untere Schiene, damit der Boden auch von unten etwas bräunt. Da ich die Aprikosenmarmelade ja vergessen hatte, bestreiche ich den Kuchen einfach jetzt nach dem Backen, wo der noch heiß ist, mit der Marmelade. Diesen Schritt könnt ihr aber auch komplett weglassen. Danach löse ich den Backrahmen und dann schmelze ich 60 Gramm Schokolade und gebe das einfach so über den Kuchen. Dann lasse ich die Schokolade fest werden und kann dann den Kuchen schneiden. Ich nehme dafür etwas heißes Wasser und tauche mein Messer hinein, einfach damit die Schokolade mir oben nicht bricht, und schneide dann den Kuchen in kleine Dreiecke. Und so klein geschnitten, finde ich, passen sie auf jeden Plätzchenteller. Und sie sind wirklich so lecker. Es sind schöne, weiche Marzipan-Nussecken und sie sind wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Also wenn ihr Marzipan liebt, dann werdet ihr die auch mögen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald!